So, den tiefen Schacht betreten. Hier sind irgendwelche Roboter am Start. Mit schlappen 97.000 Leben. Die Hassmaschine, greift der mich an? Weil der, oder also ist der jetzt auf Aggro aus? Okay. Ich verblute gerade. Okay, also ich bin jetzt immerhin durchgekommen. Hey! Ein bisschen Wissen noch mitnehmen und dann aber ganz schnell hier zum tiefen Schacht benutzen. Ja, also ich glaube nicht, dass man es hier mit 97.000 Leben Gegnern aufnehmen muss, denn das wäre, selbst wenn ich jetzt eine QS5-Knarre hätte, wäre das für mich immer noch unschaffbar. Das ist ja schon fast Endgame-Niveau, wenn es nicht sogar schon Endgame-Niveau ist. So, jetzt muss ich den tiefen Schacht erkunden. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie bei Black Mirror. Da waren wir ja auch ständig in irgendwelchen Minen unterwegs. Hier ein paar Höhlengewächse. Und hier in der Dunkelheit lauern sie. Auslaufender Totengeist. Uah, wie gruselig. So, ja, eine direkte Richtung habe ich nicht. Sprich, ich muss jetzt hier einfach mal das Ende des Weges finden und sterben. Oh, guckt hier, der Schatten. Oh, hier, nicht schlecht gemacht. Da kann man runterspringen. Ich mache das aber gerade mal noch nicht, denn ich weiß nicht, ob ich da hin muss und ob ich davon wieder zurückkomme, heile. Deswegen erstmal lieber geradeaus und in die Arme. Nee, dann gut, dann springe ich lieber. Das heißt ja, ich soll den tiefen Schacht erkunden. Und tief heißt ja gängigerweise, es geht bergab. Und hier ist ein alter Bergbauarbeiterhelm. Zack. So. Also, zack. Hey, cool. Nee, ich könnte jetzt auch meine alte Kopflampe nehmen. Aber ich kann auch zum Beispiel, was können wir hier mal wegwerfen? Hier ein QS2-Ring. Ey, das ist der Ring, den man bekommt. Dann schmeißen wir das QS4-Schwert hier weg. So. Wo ist es? Das gleiche? Nee. Ist nicht das gleiche. Gut. So. Und weiter geht es, den tiefen Schacht erkunden hier mit der Lampe an. Ich bin schon ganz schön mutig. Oh, da ist schon wieder einer mit seinen... Ah, er hat mich erwischt und gesehen. Aber zum Glück hat er nicht ganz so viel Leben. Macht aber trotzdem nicht schlecht Schaden. Und wenn nicht, ist er auch noch. So, jetzt schnappen wir uns den Blödmann hier. Ah, mit diesen Streiftreffern werde ich halt auch nicht auf die Dauer nicht glücklich. Ich sollte auf jeden Fall, wenn ich mal wieder zurück an die Oberfläche komme, ganz dringend nach London und mal nach einer neuen Waffe gucken. Oder wenigstens meine alten Items mal reparieren. Ja, ich meine, ich habe ja immerhin schon fast 200.000 Pax Romana. Damit wird sich ja wohl einiges anfangen lassen. So, der ist auf jeden Fall schon mal tot. Paar Runen hat er dabei. So, ich könnte mal irgendwas trinken oder so. Hier, Karten. Braucht kein Mensch mehr. Zack. Ah, gut. Okay, hier wächst irgendetwas aus dem Boden heraus, das nicht gerade freundlich aussieht. Und es zieht hier auch seine, naja, ich will mal sagen, Fäden. Ich glaube, wir müssen diesem Gang hier folgen. Und der scheint hier einfach die Runde zu laufen. Das heißt, ich kann ihm geschickt ausweichen. Uah! Oder doch nicht. Aber er hat mich zum Glück nicht bemerkt.
bin nicht in seinen Agro-Radius rein. Und wir gehen tiefer hinab in diese alten Stollen. Was wir hier wohl finden werden, vielleicht den Hort der Nibelungen. Oh, oh, ja, toll, es ist die Batterie leer. Kopflampe, toll. So, aber hier ist etwas Licht. Es kommt wahrscheinlich von den Pilzen. Das erinnert gerade von der Optik so ein bisschen an, an The Witcher 1. Da lassen mich auch überall diese lustigen Pilze in den, Höhlen. Was war das da hinten? Da ist irgendetwas Größeres lang. Oh Gott, die roten Augen des Todes. Also ich muss sagen, hier ist die Stimmung schon sehr beklemmend. Und ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich jetzt bin. Ich habe mich komplett verlaufen. Eine alte Leuchtpistole. Das heißt, hier war ich noch nicht. Ah, gut, hiermit kann ich für kurze Zeit Licht spenden. So, jetzt muss ich erstmal schnell diesen auslaufenden Totengeist hier besiegen. Komm her, du Auslaufender. Ich muss mal nebenher mein Inventar zumachen. Dank der Leuchtpistole haben wir jetzt ja hier ein bisschen Licht wenigstens. Du entkommst mir nicht. Da brauchst du gar nicht drauf hoffen, weil ich sollte wenigstens mein Leben nachfüllen. Denn ansonsten werde ich hier unten gleich ganz bitterlich zugrunde gehen. So, stirb endlich. So, grünes Item lässt er fallen. Ein Glyphen-Werkzeugsatz QS6. Ja, braucht man hier etwa QS6, um hier gut überleben zu können? Das könnte echt durchaus sein, denn wie bereits erwähnt, ist es hier knüppelschwer. Aber ich folge jetzt mal diesem Gang. So, setze noch einen Schuss von der Pistole hin. Und bringe etwas Licht ins Dunkel. Ja, mit den Jungs ist nicht zu spaßen und jetzt sehe ich auch direkt nichts mehr. Ah, Hilfe! Oh, ich vercheck's gerade total, die richtigen Tasten zu drücken. Ah, wenn ich hier so ein bisschen entfernt stehe, dann macht er mir auch noch viel Schaden. Okay, das bringt mir nichts. So, ich kann nur noch hoffentlich irgendwas Nettes zu trinken haben, was mir ein bisschen Leben schenkt. Gut, das hatte ich. Aber jetzt nicht nachlassen. Ich muss ihn besiegen. Koste es, was es wolle. So, meine Selbstheilung ist wieder aktiv. Ah, und ich bekomme ein QS6 brutales Sturmgewehr. Huhu. Ihr habt euch ja auch gewünscht, dass ich anfange, Sturmgewehr zu skillen. Vielleicht sollte ich das einfach mal machen. So, ich kann ja jetzt mal meine Leuchtknarre nehmen. Einfach mal da hinten hinschießen. Und den nächsten Bereich damit etwas aushellen. So, währenddessen sich mein Leben hochheilt und ich auf die nächste Pilzkultur stoße. Und einfach mal in die falsche Richtung gelaufen bin. Yay! Naja, das kann ja mal passieren. Ja, QS6 ist also die Maßnahme hier unten. Ist natürlich auch nicht schlecht, weil ich ja so viel QS6 habe. Ja, da vorne ist der nächste von denen. Ich werde es wahrscheinlich mit ihm aufnehmen müssen, wenn ich ihn nicht umgehen kann. Obwohl, ich kann es ja versuchen, so zickzackmäßig.
weiß auch vor allem gar nicht, wo ich hin muss. Das scheint mir hier alles so endlos zu sein. Wobei das hier mit der Leuchtpistole nicht schlecht gemacht ist, also... So Stück für Stück hier die Höhle ausleuchten. Und da hinten steht der Unhold der Verderbtheit. Ob ich die mal ein bisschen beleuchten soll? Oh oh. Ja, der will mich an, der will mich angreifen hier. Hier ist ein komisches Siegel, das soll. Ah, das Siegel kann ich erst benutzen, wahrscheinlich, wenn ich hier diesen Unhold besiegt habe. Ja, das Gaia-Siegel passieren. Gut, dafür muss ich aber erstmal hier ein bisschen den hier ummürben. Ja, das sollte machbar sein. Ich meine, der hat nicht so viel, nur 5700. Mir in die Knie oder auf die Knie ist mir egal. Hauptsache irgendwo hin, wo du mir nicht mehr so viel Ärger und Schaden machen kannst. So, wo ist der Unhold hin? Okay, der Unhold, der ist weg, und wir haben hier das Gaia-Siegel. Das kann ich benutzen, und damit bin ich jetzt gerade ganz woanders gelandet. Hier tut sich eine neue Höhle auf, sogar mit Licht diesmal, und ich gehe hinein. Oh, danke fürs Reinlassen. Ohne Sie hätte ich es nicht geschafft. Wirklich nicht. Oh, bitte. Ich besiegte Götter. Und selbst in ihren feuchtesten Träumen sind sie kein Gott. Puh. Ich hoffe, die Wendung gefällt Ihnen. Ich habe lange daran gearbeitet. Ich meine, ich bin bekannt für meine komplexen Pläne. Es gibt ganze Sagen darüber. Vielleicht wird auch hierüber eine geschrieben. Aber naja, wahrscheinlich nicht. Ihre Art will doch immer einen Schurken. Es ist besser, etwas oder jemanden zu bekämpfen, statt sich der Realität zu stellen. Aber was sie bekämpfen, ist nicht physisch. Es ist nicht mal metaphysisch. Es ist eine real gewordene Idee. Dagegen nützen Feuerbälle rein gar nichts. Ideen sind wie Viren. Unsichtbar. Alles durchdringend. Unbesiegbar. Ich war ein dienlicher Schurke. Ich bezweifelte ihre Autorität, das ganze Fundament unserer Gesellschaft. Sie verbannten mich aus Angst vor mir und meinen Ideen. Sie fürchteten, was ich sein könnte. Das Ende ihrer Herrschaft, ein neuer Anfang. Aber es war ein schwerer Fehler, dass sie mich weggeschickt haben. Ich habe das Virus über sehr, sehr lange Zeit verbreitet. Und jetzt... Jetzt ist die Infektion abgeschlossen. Wie sagen sie immer? Es kommen finstere Zeiten. Oh nein! Nein, sie sind schon da. Das, was wir hier sehen, ist ein Motor. Schön, nicht wahr? Man sieht so etwas nicht oft aus der Nähe. Oder überhaupt. Sogar die Götter selbst würden gerne eines dieser hübschen Dinger in ihre Hände bekommen. Sie sind der Antrieb für die Welt. Buchstäblich. Aber sie können noch mehr. Das werden sie gleich sehen. Und Yggdrasil erzittert und ächzt. Es geht los, Allvater. Das endgültige Schicksal der Götter. Meine Bedingungen, nicht deine. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus.
mein Bildschirm bleibt schwarz und ich, ja, werde wahrscheinlich wegteleportiert, auf jeden Fall ein Ladebildschirm. Ob Beaumont am Ende dieser Hund war, den wir auch schon in Savage Coast gesehen haben? Gefahr, draußen bleiben! Okay, wen haben wir hier? Zwei Damen? Mom! Mom! Ich glaube, es funktioniert! Oh, das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, sie wären tot. Wir sind so schnell wie möglich hergekommen. Ich habe die Erschütterungen im Kopf gespürt, als hätte ich gewusst, alles bricht zusammen. Solange ich denken kann, habe ich eine Finsternis am Horizont gesehen und mir immer gesagt, hoffentlich explodiert diese Finsternis heute nicht. Und jetzt ist es wohl passiert. Und was jetzt? Wir kämpfen doch. Nicht wahr, Mom? Ich glaube nicht. Ist das dein Ernst? Stimmt, du meinst ja alles ernst. Aber warum? Was ist denn? Etwas wurde verschoben oder wie ein Wandteppich, der auseinanderfällt. Ich kann's nicht erklären. Und reparieren kann ich's schon gar nicht. Jemand muss es wissen. Wir können uns doch nicht gemütlich mit einer Tüte Popcorn das Ende der Welt anschauen. Was soll ich tun? Ich weiß nicht genug über diese Finsternis. Ich höre nur die Stimmen in meinem Kopf. Joseph wüsste es. Er wusste immer ganz genau, was zu tun war. Und ich wusste, wie man es tun musste. Sogar schon als Kind. Dann gibt's nur einen Weg, das rauszufinden. Los, gehen wir zu Old Joe. Du weißt, das geht nicht, Kyra. Wir reden seit Jahren nicht. Sie würden uns wegschicken. Blut ist dicker als Wasser. Und das ist nicht immer etwas Gutes. Wir sind eine Familie. Und es geht um die Rettung der Welt oder wenigstens dieses kleinen Teils. Du erzählst mir doch immer, wie wichtig die Familie ist. Und dass man gerade in schlimmen Zeiten zusammenhalten muss. Und schlimmer wird's nicht. Du musst mit ihnen reden. Und sie müssen zuhören. Es geht nicht nur um mich und um Joseph. Da sind Frank und Joe und der Rest des Stammes. Die Wunden reichen zurück bis zum Tod deines Großvaters. Und sie sind einfach zu tief. Sie werden nicht zuhören. Und sie werden nicht helfen. Wir sind schon sehr lange kein Stamm und keine Familie mehr. Wir sind allein, Kyra. Alte Leute können so stur sein. Und ja, das gilt auch für dich, Mom. Wenn du einfach nichts unternehmen willst, muss es jemand anders tun. Jemand, dem dieser dämliche Familienkrach komplett am Arsch vorbeigeht. Bevor es zu spät ist. Ja, und da kommen dann wir mit ins Spiel. Zum Glück, ja, haben uns diese beiden netten Mädels hier, die mittlerweile verschwunden sind, aus dieser vermaledeiten Mine rausgeholt, denn was auch immer Beaumont da unten aktiviert hat, es verheißt nichts Gutes. Ja, und wie es scheint, war er auch der Hund, den wir in Savage Coast gesehen haben. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt schauen, dass wir diese Finsternis, die er heraufbeschworen hat, irgendwie aufhalten. Und dafür sollen wir mit dem alten Joseph sprechen. Ja, das machen wir auch, aber erst in der nächsten Ausgabe, liebe Leute. Denn für heute mache ich hier erstmal kurz Pause und sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.